Und in den gelben Bucken Golden 30 Meter beschlossen Fahrzeug. Und jetzt geht's also beim Empfang mit dem Cube Connect und herzlich willkommen hier zum Tag 3 des Gamescom Tagebuch des Gamescom Vlogs und zwar zum Donnerstag. Und der war für mich persönlich eigentlich so der ereignisreichste Tag. Das fing schon morgens an. Ich hatte am Morgen gegen 10 Uhr einen Frühstückstermin mit Porkchop Media, ganz exklusiv, so ein kleines Meet and Greet. Richtig geil auch, dass sie die sich dafür zeigen haben. Wir haben da ein bisschen edel gefrühstückt. Ihr seht da so ein paar kleine Bilder, ein kleiner Videoausschnitt. Richtig lecker auf jeden Fall. Es war Café Riese oder so in der Nähe vom Neumarkt, für alle, die es interessiert. Und der liebe Däum hat ja auch ein kleines Foto auf Instagram gepostet zu diesem Frühstück, weil er hatte sich noch ein extra hart gekochtes Ei bestellt und das kam dann mit so einem Smiley drauf, kam das halt an, das war richtig lustig, sie haben richtig gefeiert und ja, ich fand das auf jeden Fall richtig cool und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so ein bisschen edel zu frühstücken und man muss ehrlich sagen, dass die Pockys, die sind auch in Real Life wirklich so, wie sie also in den Aufnahmen sind, die haben da genau so diskutiert und gemacht und geredet, wie sie auch in den Aufnahmen sind. Das finde ich auch so cool an den Pockys, muss ich einfach mal sagen. Und deswegen liebe ich die auch so, weil die sich einfach überhaupt nicht verstellen, wie jetzt zum Beispiel andere Leute, die verstellen sich dann so für die Videos, dass es mehr Unterhaltungswert hat und so. Und das finde ich ziemlich low, ehrlich gesagt. Und ich finde das eigentlich richtig cool und es hat richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn sie sich wieder nur irgendwie gestritten haben, wie man jetzt Bacon in den Eck genau brät und so, weil wir das gegessen haben. Beziehungsweise die Däum und Andi haben das gegessen. Ich und Kilian haben das Bauernfrühstück genommen. Aber naja. Das war es auf jeden Fall dann am Dingens und dann bin ich wieder Richtung Hotel gegangen, wollte eigentlich mit den anderen chillen, die waren dann irgendwie in der Stadt und dann wollte ich doch nicht in die Stadt und bin dann ins Hotel gegangen und wollte dann mit dem Daniel und so, wollte dann mit denen dann auf die Messe gehen und das war dann auch okay, dann haben wir noch ein bisschen gechillt, die haben gerade im Hotel noch ein Video geschnitten, sind dann also wollten dann Richtung Messe gehen, Richtung Auto gehen und sind dann die Hoteltreppen runtergegangen, weil Aufzug wäre zu langweilig. Und während wir die Hoteltreppen runtergegangen sind, hat sich der Kollege von Daniel, der Annie, wo die Kamera gehalten hat, zum Glück ist sehr nichts passiert, ist irgendwie halb die Treppe runtergeflogen, hat sich den Fuß blöd umgeknickt und der ging es dann nachher so dreckig, dass wir erstmal in die Notaufnahme fahren mussten. Also er musste ja selber noch fahren, weil er der einzige Fahrer war. Das war ein bisschen blöd und ich habe mir gedacht, oh nee, das muss jetzt echt nicht sein. Aber wenn ich natürlich im Nachhinein echt froh bin, dass wirklich nichts Schlimmes passiert ist, ich glaube, das war... Die konnten gar nichts feststellen, hat dann nur einen Verband bekommen, ein bisschen Schmerz selber. Mittlerweile geht's ihm eigentlich wieder richtig gut, aber ja, das war dann erstmal so ein Ding. Und dann stand ich da, weil Krankenhaus ist nicht so mein Ding. Und dann bin ich vorm Krankenhaus dann gestanden, der Daniel hat das alles schön gemacht und war dann irgendwo im Nirgendwo, sind wir dann zum Krankenhaus gefahren und einfach im Navigationsgerät im Auto halt Krankenhaus eingeben. Dann war ich da irgendwo, hatte keine Ahnung, stand da so allein und dann hieß es so, oh ja, komm, wir machen das, begnüg dich mal so ein bisschen. Und ich gedacht, okay, gehe ich halt auf die Messe und bin dann ewig durch Köln rumgeirrt, bis ich dann meinen Bahnhof gefunden habe, bis ich dann das richtige Gleis gefunden habe. Das war auch so eine Sache, da bin ich dann total rumgeirrt und stand auf dem Gleis und habe nicht gecheckt, dass ich schon auf dem richtigen Gleis stehe und bin dann zigmal hin und her gelaufen, bis ich gecheckt habe, ah, da ist dann noch das Gleis gewesen. Aber hat dann letztendlich alles noch geklappt, dann bin ich zur Messe gegangen. Hab dann noch ein paar dann letztendlich dann irgendwie getroffen, auch wenn es, finde ich, Donnerstag war für mich persönlich irgendwie der vollste Tag von der Messe, finde ich persönlich so. Keine Ahnung, so kam es mir halt zumindest vor. Und naja, wir sind dann auch gleich recht früh eigentlich dann wieder gegangen, weil es auch eben voll war und eh keiner mehr da war und alle keine Lust mehr hatten und weil es halt viel Gerenne ist und sind dann heimgegangen. Und das war dann ganz cool. Danach war am Abend, haben wir erst noch ein bisschen gechillt, sind ein paar Memes entstanden, ganz witzige Memes, die jetzt so ein bisschen rumgehen bei uns, ein paar Insider. Und danach war noch so ein bisschen Party, weil dann kam der Early Boy, kam dann noch und der Klim mit seinen paar Kollegen und das war eigentlich ganz witzig, denn saßen wir, ich weiß nicht, auf dem Foto sieht man es gar nicht so, es gibt nämlich ein Foto, das hat jemand gemacht, so ein kleines Panoramafoto und da sieht man das eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber da bin ich und der liebe David von bluegaming.de, richtig cooler Typ auch, der sieht mir übrigens extrem ähnlich, das war so, er kommt so rein, stellt sich vor und ich denke mir so, den kennst du doch irgendwoher, obwohl ich den noch nie gesehen habe. Und dann ist mir nicht selber ist gar nicht aufgefallen, aber anderen ist aufgefallen, dass wir uns extrem ähnlich sehen. Das ist richtig witzig auf jeden Fall. Und ich, der David, der Simon noch so ein bisschen auf dem bluegaming.de und die Marina, wir hatten so ein bisschen lustige Gespräche, dies und das. War auf jeden Fall ein ziemlich cooler Abend. Leider war ich dann ziemlich fertig von dem ganzen Gewusel und musste leider recht früh oder bin schon recht früh dann ins Bett gegangen. Aber naja, so war es dann auf jeden Fall und das war auf jeden Fall Tag 3 der Gamescom.
Und da würde ich sagen, hänge ich jetzt hinten dran, dass so ein paar Bilder und so ein paar Memes und viel Spaß. Jetzt für YouTube. Alter, das ist echt dein Ernst. Jetzt bin ich von der ganzen Welt geschreibt, Danny. Wo bist du? Das war Jeff. Ja.